Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Am 2. Februar, Antonia Weiß es hier. Hallo zu euch. Der Verdi-Streik hat heute auch bei uns in Essen den Großteil der Busse und Bahnen zum Stehen gebracht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ruhrbahn sind am Streik beteiligt gewesen. Für die Gewerkschaft Verdi geht es im aktuellen Tarifstreit um bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrer. Den Grund dafür hat uns Dennis Kurz von Verdi im Radio Essen Interview nochmal erklärt. Man muss einfach mal überlegen, wenn man mal länger mit dem Auto in Urlaub gefahren ist, 7-8 Stunden mit einer Pause dazwischen, wie kaputt man danach ist. Und die Kolleginnen und Kollegen machen das jeden Tag. Und das auch noch im Straßenverkehr, nicht auf der Autobahn. Das ist natürlich Stress pur. Die Fahrer müssen immer wieder Überstunden machen, bekommen die aber nicht richtig bezahlt. Die Gewerkschaft fordert zudem, dass die Fahrer am gleichen Standort ihre Schicht beginnen und beenden. Die Ruhrbahn hat für die wenigen Busse heute Personal vom privaten Busunternehmen Mesenhol eingesetzt. Für Pendlerinnen und Pendler war das heute auch mal wieder eine Umstellung. Ja, das nervt mich, das ganze Streiken. Ich wäre froh, wenn die Linie SW19 Richtung Felber-Zopf fährt, dann könnte ich zur Arbeit und dann wären meine Schülerinnen und Schüler glücklich. Ich warte gerade seit 10 Minuten, gerade kommt noch nichts. Wahrscheinlich werde ich jetzt zu Fuß weitergehen. Ja, und auch Schülerinnen und Schüler mussten heute schauen, wie sie zum Unterricht kommen. Am Grashoff-Gymnasium in Bredeney hat das aber geklappt, sagt uns die stellvertretende Schulleiterin Elisabeth Thunig. In unserer Situation ist es jetzt hier so, dass wir heute kaum Schüler haben, die fehlen. Und wir wüssten auch nicht, dass wir welche haben aufgrund des Streiks. Der Verdi-Streik endet heute gegen kurz vor Mitternacht. Die Feuerwehr Essen ist heute stark gefordert gewesen, mit gleich 4 Einsätzen. Den ersten Einsatz gab es in Frohnhausen heute Vormittag. Hier hatte ein Mieter in der Liebigstraße den gefährlichen Stoff Pictrin in mehreren Kartons im Keller gefunden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Gefahrenstoffteam und der Polizei vor Ort und auch eine angrenzende Kita musste geräumt werden und es waren auch einige Straßen gesperrt. Die Feuerwehr konnte aber schnell feststellen, dass die Menge an Pictrin so gering ist, dass keine akute Gefahr davon ausging. Ein Spezialist vom Landeskriminalamt wurde dann auch noch angefordert, um den Stoff zu untersuchen. Heute Mittag hat dann eine Friteuse in einem Restaurant an der Moltke-Straße im Südviertel gebrannt. Die Moltke-Straße war deshalb zwischenzeitlich gesperrt. Die Feuerwehr hatte den Brand da aber auch schnell unter Kontrolle. Vorbei war der Arbeitstag für die Feuerwehr aber nicht. Am späten Mittag wurden die Einsatzkräfte nach Heisingen gerufen. An der Heisinger Straße hatte ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Durch den starken Wind war die Rauchwolke in Richtung Ruhrallee gezogen. Die Feuerwehrleute mussten dann das Dach abnehmen. 2 Wohnungen des Hauses sind jetzt nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand aber niemand. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Und Einsatz Nummer 4 war heute Nachmittag auf der A40. Nahe der Kreier Platte hatte ein Auto Feuer gefangen. Die Details zu den Einsätzen könnt ihr auch nochmal nachlesen auf radioessen.de. Eine neue Flüchtlingsunterkunft in unserer Stadt kann erst später in Betrieb gehen als geplant. An der Franziskanerstraße im Südostviertel sollen in Zukunft bis zu 160 Menschen wohnen. Die Stadt hatte damit gerechnet, dass sie nichts umbauen muss. Dort haben bisher Studenten aus China gelebt. In den Zimmern gibt es sogar Möbel. Jetzt müssen aber doch erst einige Arbeiten am Gebäude erledigt werden. Die Gespräche mit dem Vermieter laufen. Wann die neue Flüchtlingsunterkunft in Betrieb gehen kann, ist noch nicht klar. Die Politiker im Stadtrat hatten vor 3 Monaten entschieden, das Gebäude anzumieten. In Essen ist ab sofort ein neuer Blitzer im Einsatz. Die Stadt hat einen neuen Blitzer-Anhänger gemietet. Der weiße Anhänger wird für mehrere Tage immer an einem Standort aufgestellt. Das Gerät kontrolliert die Geschwindigkeit auch nachts, wenn die Mitarbeiter des Ordnungsamts nicht unterwegs sind. Damit gibt es jetzt von der Stadt insgesamt 7 mobile Blitzanlagen und 6 fest installierte Blitzer. Und zum Schluss noch was Positives. Die Waldflächen der Stadt Essen entsprechen den weltweit höchsten Umweltstandards. Die Forstverwaltung ist erneut für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Die Baumpfleger achten da besonders drauf, dass diese natürlichen Bereiche mit viel Totholz und mit besonderen Bäumen bepflanzt sind. Dort siedeln sich dann unterschiedliche Insektenarten und Vögel an und es können dort auch viele Pilze wachsen. Betreten werden darf der Bereich aber nicht. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht ist es immer noch bewölkt und es kann auch mal vereinzelt regnen. Temperatur ist aber ähnlich wie am Tag heute. Und morgen geht es windig weiter mit vielen Wolken. Vereinzelt auch da ist leichter Regen möglich. Die Temperatur steigt an auf 11 Grad. Und das waren sie, die wichtigsten Nachrichten an diesem Freitag. Alle aktuellen Meldungen findet ihr wie immer auf radioessen.de und in unserer App. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut! Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.